Guten Abend im 11. Deutschen Fernsehen. Willkommen zu den Fasnachtsthemen. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick. Athen. Der frisch gewählte Stern von Mykonos, Alexis Tsipras, hat sämtliche Wahlversprechen in der ersten Amtswoche umgesetzt. Tausende von Beamten schlafen jetzt wieder im Büro. Die Troika schläft wieder in Brüssel. Der neue Finanzminister Yanis Varoufakis, er war auf Tournee in den Hauptstädten. Ein Wahnsinnstyp. Eine Mischung aus Bruce Willis und Yul Brynner. Sein Markenzeichen, das Hemd hängt immer raus und die Hände hat er in den Taschen. Es soll keiner sehen, dass sie leer sind. Wie heißt es noch in dem alten griechischen Sprichwort? Pantophilos kolossos trotskopolos euros. Wo ein Grieche ist, ist auch ein Kredit. Die Inseln Pleitos, Totalpleitos, Krisos, Vollstreckos, Verprassos und Antisparos sind mit Staatsanleihen überschwemmt worden. Vor Kreta hat man große Mengen an Quittungen im Meer entdeckt. Eine Insel will man den Deutschen noch überlassen aus Dankbarkeit. Alemanos Minimarkolos. Die Insel der Kleinsparer. Auf dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel sagte die Bundeskanzlerin, ich komme gerade aus Minsk und habe mir die Nacht mit einem schlecht gelaunten Fuchs um die Ohren gehauen. Aus diesem Tsipras mache ich euch auch noch einen Souvlaki. Die Nachrichten im Einzelnen. Wiesbaden. Drei Wiesbadener sind beim Lachen über einen Witz erstickt. Sie hatten vergessen, das Kellerfenster zu öffnen. Der Hessische Rundfunk. Der Hessische Rundfunk plant eine Fasnachtssendung. Titel: Wiesbaden bleibt Wiesbaden. Viele Wiesbadener sind dagegen. Sie wollen keine Veränderung. Unser Hessen-Korrespondent Peter Sanitzky, wie sieht's aus in der Kurmuschel drüben? Ja, so richtig Stimmung kommt hier verständlicherweise nicht auf. Statt einer Eule steht auf der Bühne ein umgebauter Schwan. Also der sieht nach nichts aus. Die erste Saalveranstaltung seit Beginn der Aufzeichnungen. Viele Wiesbadener weigern sich, die Netzmäntel an der Garderobe abzugeben. Teilweise kommen die Leute mit ihren eigenen Ledersesseln. Die Witwen wollen nicht schunkeln aus Angst um die Frisur. Und jetzt kommt der große Moment, die Kurkapelle, die Kur-Shadows machen den ersten hessischen Tusch. Wir sind alle gespannt. Das wird nichts, zurück nach Mainz. Danke, Peter Sanitzky. Ich kann nur sagen, die Hand nach Wiesbaden bleibt immer ausgestreckt. Vor allem beim Länderfinanzausgleich. Die Sperrung der Schiersteiner Brücke ist nur eine Sicherheitsmaßnahme, damit wir in Ruhe feiern können. Apropos Verkehr, Herr Weselski. Ich habe gehört, Sie sind auch da. Ich finde es toll, dass Sie gekommen sind. Ja? Nichts gegen Gewerkschaften, die sind wichtig. Ich will auch um Gottes Willen jetzt keinen Streik bei Ihnen auslösen. Aber nur für Ihren Hinterkopf nochmal, Herr Weselski. Die Bahn wurde ja ursprünglich nicht nur für die Lokführer gegründet.
Lassen Sie sich den Rest vom Publikum erklären. Wir kommen jetzt zu den wichtigsten Themen aus Mainz. Nach einer Exklusivumfrage unter Mainzern gehört Mainz zu den wichtigsten Städten im Großraum Mainz. Das Rathaus, unser geliebter Fuchsbau, wird jetzt renoviert. Experten haben herausgefunden, dass das Gebäude innen hohl ist. Jetzt hat sich der Stadtrat für einen Umbau entschieden, einen aufwendigen Umbau. Dafür wurde sogar extra ein Lied komponiert. Umbau, 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 Tädere, Tädere, Tädere. Umbau, 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 Tädere. Ja, stellt euch vor, im Rathaus sollen jetzt sogar Fenster eingebaut werden, die sich, Achtung, von innen öffnen lassen. Nein, sowas hat es noch nie gegeben. Nach über 40 Jahren frische Luft, hoffentlich geht es gut. Was man hier im Saal nicht so gut erkennen kann, die Mainzer Fastnacht findet auch auf der Straße statt. Das Hauptproblem ist der unkontrollierte Harndrang. Deswegen hat die Stadt jetzt eine Plakataktion ins Leben gerufen, Respect the City. Die meisten Mainzer können das gar nicht übersetzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mal kurz in Wiesbaden gelebt. Okay, ich gebe es zu. Die meisten, ich weiß nicht, wer dieses Plakat gemacht hat. Ich glaube, es war der, der auch den Weihnachtsmarkt organisiert hat. Der Verein für inkontinente Mainzer, kurz FIM, hat ein Gegenplakat entworfen. Da steht drauf, wir sind Pisser, ihr Schisser. Mainz ist eine weltoffene Stadt. Wir bieten auch Flüchtlingen eine Heimat. Peter Sadicki, unser Nahostexperte, worauf muss man da achten? Also wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen alevitischen Sunniten, sunnitischen Aleviten und schiitischen von denen. Ich habe gestern noch in der Neustadt eine Frau angesprochen. Ich habe gesagt, Eiche, was hast denn du da für einen Schleier? Bist du alevitische Schiitin oder sunnitische Fatwa? Und dann sagt sie zu mir, das sieht mir doch Schürzchen in der arthritischen Hämorrhoide. Das sind bei mir die Würfel runtergefallen. Dschihad! Ach, sorry. Krieg ich auch noch einen Schnuppe. Danke, Peter Sadicki. Eine Nachricht noch vom Sport. Der Präsident von Mainz 05, Harald Strutz, zeigte sich erleichtert. Mainz 05 wird auch in diesem Jahr an Fasnacht wieder Tabellenelfter sein. Das sei, so Strutz, gar nicht so einfach, wie es jedes Jahr aussieht. Die 05er müssen sich nicht verstecken. Sie stehen, soweit ich weiß, mit 0:1 Spielstand, stehen sie immer noch. Weit vor Dortmund in der Tabelle. Der BVB hat insgesamt nur 19 Punkte. Dabei soll es auch heute Abend bleiben. Marco Reus hat gesagt, sie wären schon längst Meister, wenn man seine Punkte noch dazu zählt. Ein Verein in Sachsen hat sich vor kurzem aufgelöst. Die haben immer nur montags gespielt bei Flutlicht. Die Pegida ist Geschichte. Sie ist untergegangen. Wenn man sich das vorstellt, da sind sie jeden Montag, sind sie zu Tausenden losgezogen. Bei Wind und Wetter sind die Dresdner durch die Stadt marschiert auf der Suche nach Ausländern. Sie haben aber keinen gefunden. Sie haben niemanden gefunden. Das ist wie Ostern ohne Eier. Ich bin erleichtert. Lutz Bachmann, der rechtsextreme Ausleger, kann sich jetzt ganz auf seine Hitler-Parodien konzentrieren. Und seine blonde Sprecherin, die Timoschenko-Karikatur, Katrin Oertel, kommt hoffentlich auch bald ins Blondinenmuseum. Liebe Freunde, wer diesen Leuten zuhört, der hat den Untergang schon hinter sich.
Das Problem sind also doch nicht die Ausländer in unserem Land. Nein, besonders peinlich ist für uns, dass jetzt das Ausland weiß, was für Idioten wir hier schon drin haben. Um es noch mal ganz klar zu sagen, ohne unseren Migrantenstadel wären wir niemals Fußball-Weltmeister geworden im letzten Sommer. Und auf diese Spieler sind wir stolz. Lieber Khedira im Mittelfeld als Pegida auf Rechtsaußen. Rheinland-Pfalz ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier kann man noch eine Flasche Bier aus der Garage klauen, ohne dass man gleich erschossen wird. Die Ministerpräsidentin Marie-Louise Anna Dreyer, genannt Malu, es bleibt dabei, liebe Malu Dreyer, Sie machen keine Fehler, brauchen Sie auch nicht, Sie sind immer noch voll beschäftigt mit den Fehlentscheidungen Ihres Vorgängers. Kleiner Tipp, ich würde mal einen einstellen, der genau den Unterschied kennt zwischen einem seriösen Geschäftsmann und einem Hütchenspieler. Manchmal steckt eben der Däubel im Detail. Im Bereich Frauenpolitik gilt Malu Dreyer als unschlagbar. Fast alle Frauen in Rheinland-Pfalz sitzen in der Regierung. Der Flughafen Zweibrücken soll sogar jetzt umgebaut werden als Frauenparkplatz. Im Gespräch sind auch Kurse zum Rückwärtseinparken. Entschuldigung. Das tut mir leid, das habe ich zu spät gelesen, das hätte ich sonst nie gesagt. Was kaum jemand weiß, die Grünen sind hier in Rheinland-Pfalz auch in der Regierung. Von denen hört man nichts. Ich glaube ja, die haben inzwischen so viele Kröten geschluckt, dass sie kaum noch quaken können. So ähnlich geht es auch den Grünen in Hessen. Und Volker Bouffier, der Darth Vader von Hessen, genießt es sichtlich. Es macht ihm Spaß mit den Grünen, denn vom Salat schrumpft der Bizeps. Ja. Ärger gibt es allerdings bei den Flughafengegnern und Anwohnern in Kassel-Calden. Da sind nämlich im Oktober völlig überraschend 2 Flugzeuge in einer Woche gelandet. Oh. Jetzt wollen sie sofort das zweite Terminal bauen. Ich halte das für verfrüht. Ja, die Grünen wollen die Entscheidung nur mittragen, wenn in den Flugzeugen auch Pfandflaschen serviert werden. Also in dem Zusammenhang, guten Abend, Herr Tarek Al-Wazir. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrer Idee mit der Lärmpause hier in Frankfurt. Ich wohne in Finden. Bitte rufen Sie mich doch rechtzeitig an, wenn es losgeht, dann kann ich raus in den Garten. Auf dem Frankfurter Flughafen, da platzen sogar die Flughafenluftballons. Auf dem Frankfurter Flughafen läuft es so gut, da kommt jetzt sogar das dritte Terminal. Fraport-Chef Schulte schlägt als Bauplatz den Mainzer Großberg vor. Er sagt, die Flieger sind in Hechtsheim so tief, da können wir auch schon die ersten rauslassen. Zur Bildungspolitik. Ich habe neulich meinem Sohn das Handy geliehen, damit er ein paar Sachen aktualisiert. Und dann hat er es mir zurückgegeben mit den Worten, Alter, du nutzt ja nur einen Bruchteil deiner Möglichkeiten. Und dann habe ich zufällig sein Zeugnis in der Nähe gehabt und da habe ich gesagt, du auch.
Wir kommen zu den Nachrichten aus Berlin. Die FDP von gestern heißt jetzt AfD. Die AfD hat genau zwei Ziele. Erstens Wiedereinführung der Reichsmark. Zweitens die Kolonialisierung der griechischen Inseln. Und an den Erfolgen dieser Partei hat der Vorsitzende Bernd Lucke sehr hohe Stimmanteile. Die CDU setzt weiterhin auf zwei bedeutende Politiker, zum einen natürlich auf die Kanzlerin, und in Brüssel arbeitet die Geheimwaffe Günther Oettinger. Günther Oettinger hat bereits eine traurige Rolle als Energiekommissar gespielt, jetzt ist er ins tragische Fach gewechselt, als Digitalkommissar. Günther Oettinger als Digitalkommissar, das wäre ja fast so, als wenn man Winfried Kretschmann wegen seiner Haarfarbe die Hauptrolle geben würde in dem Film 50 Shades of Grey. Herr Kretschmann, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Auch danke für den Finanzausgleich aus Baden-Württemberg. Sie sehen, wir machen hier keine Tiefbauexperimente, wir geben das Geld überirdisch aus. Apropos 50 Shades of Grey, Sadomaso, was macht eigentlich die CSU? Die Maut wird jetzt kommen. Ja, egal wie sie kommt im Hochgebirge und auf Gehwegen. Aber die Laptop-Lederhosen haben noch einen draufgelegt. Vor Weihnachten hat man sich getroffen in einem der Wildbäder. Ein helles ergab das andere. Irgendwann wurde es dunkel im Hirn. Und das Ergebnis der Sitzung, Ausländer sollen zu Hause nur noch Deutsch sprechen. Ja, wie? Wie muss man sich das vorstellen? Da kommt da abends die Sprachpolizei vorbei und klopft. Halt, in welcher Sprache habt ihr euch gerade unterhalten? Sie wissen schon, Herr Musselmane, ab 20 Uhr werden familiäre Unterredungen ausschließlich in Deutsch abgehalten. Das ist die letzte Verwarnung. Sollten wir Sie noch einmal in Ihrer Muttersprache singen hören, müssen Sie mit einer Steinigung rechnen. Ausgerechnet die Bayern, die einzige Partei, die im Bundestag mit Simultanübersetzer arbeitet. Egal. Die Trachten boomen, nicht nur in München. Die Bayern sind in Mode, die Männer steigen in die Lederhosen. Bundesweit springen aus den Dirndeln die Obstfrüchte, Melonen, große rote Äpfelchen. Natürlich auch die durch komplizierteste Quetschtechnik hochgebockten sogenannten Quellbrüste. Siehst ein prall gefülltes Dirndl, fehlt am Kopf ein Stück vom Hirndl. Ganz anders dagegen die Frauen in Berlin. Die schärfste Granate der Bundeswehr ist nach wie vor Ursula von der Leyen. Sie hat tatsächlich, ich habe es nochmal nachgelesen, sie hat einen 30 Milliarden Euro Etat. 29 Milliarden verbraucht sie für ihre Truppenbesuchsfotoshooting-Reihe. Die kühle Frau mit dem blonden Stahlhelm will die Aufstiegschancen in der Bundeswehr verbessern. Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde vielleicht zunächst mal die Aufstiegschancen für Hubschrauber verbessern. Schön war die Zeit, als es noch egal war, in welchem Zustand die Bundeswehr war. Die Spannungen in Europa nehmen zu und den Russen möchte ich heute Abend zurufen, wenn unser Papst euren Staatspräsident erzogen hätte, der hätte ihm ab und zu den Hintern versohlt. Und bitte noch einen Satz zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist keine große Fasnachterin, also ich glaube überhaupt gar keine. Aber was sie wirklich gut kann, sie kann in 17 Stunden 25 Tataren, zwei Diktatoren und einen Franzosen so weich machen, dass sie am Ende alle glauben, sie hätten den Krieg gewonnen. Applaus
liebe Freunde der Mainzer Fastnacht, nicht jeder kann etwas mit unserem Humor anfangen. Es muss auch nicht jeder mitmachen bei unserem kleinen Verkleidungsspektakel. Aber eins ist klar, wir machen hier, was wir wollen. Und wir machen es, mit wem wir wollen. Wir sagen hier, was wir denken. Wir lachen hier, über wen gelacht werden muss. Wir tun es, wenn möglich, mit Stil, mit Niveau und mit Musik. Aber wir wollen hier niemanden beleidigen. Wenn die Satire alles darf, dann kann sie sich auch mal zurückhalten. Was bringt uns ein provokanter Motivwagen am Rosenmontag? Was bringt uns dieser Wagen? Die Meinungsfreiheit? Da stehen viele Kinder und Familien und deren Meinungsfreiheit besteht darin, Helau zu rufen und Bonbons zu fangen. Und das Leben dieser Kinder ist mir wichtiger als eine Mohammed-Karikatur. Liebe Freunde! Wir brauchen die Gelassenheit der Griechen, die großen Gefühle der Franzosen, den Stolz der Spanier, den Espresso der Italiener, den Schutz der Amerikaner, das russische Gas. Wir brauchen auch die Schiersteiner Brücke, um zu erkennen, wie schön es in Mainz ist. Wir wollen ein freundliches Europa. Lasst uns heute in Frieden feiern am Rhein, in Frieden, in Freiheit und Verkleidung. Dafür liebe ich diese Stadt. Helau! Politische freie Rede ist genauso gepflegte Tradition bei uns in der Sitzung. Wunderbar heute Abend hier auf der Bühne dargestellt von Lars Reischow.